Good Living. Unter diesem Namen hatte der Rostocker Unternehmer Bernd Kenzler am 27. April erstmals zu einer außergewöhnlichen Hausmesse eingeladen. In seiner großen Terrassenausstellung wurden nicht nur hauseigene Outdoor-Lösungen zum Wohlfühlen präsentiert, sondern auch Produkte anderer Rostocker Unternehmen. Design, Wohnkultur, Lifestyle und mehr, das alles in einem luxuriösen Ambiente und mit Eventcharakter. Das richtige Event ist heute Abend. Wir machen heute Abend um 18.30 Uhr ein VIP-Dinner. Es sind 5 Grillmeister hier von 5 verschiedenen Grillherstellern, ne? Von Big Green Egg und von Träger und von Ofür zum Beispiel. Und die zaubern auf dem Grill wirklich Sachen, was man wirklich die meisten Menschen noch nie gesehen und so erlebt haben. Ne? Das ist wirklich auch ein Gaumenschmaus und optisch auch ein Augenschmaus, beides. Ne? Und gleichzeitig werden wir ein bisschen Kulturprogramm haben. Wir haben einen Musiker hier, der macht ein bisschen Live-Musik. Die insgesamt 12 lokalen Firmen konnten sich schnell für das ungewöhnliche Messekonzept begeistern. Schließlich gilt es gerade für kleine Unternehmen in MV, neue Wege zu gehen, um Kundschaft zu gewinnen. Auf die Besucher wartete eine große Bandbreite an Produkten. Von Terrassenüberdachungen über Solartechnik bis zu Törtchen für besondere Anlässe von Konditormeisterin Sandra Kenzler. Sogar Büro- und IT-Technik konnte hier in Augenschein genommen werden. Frank Lehmann, Inhaber von Lehmann Bürotechnik, präsentierte sich hier gemeinsam mit Martin Knaack von der Firma MV EDV. Sonst hat man Fachmessen, die sind fachspezifisch. Und hier hat man mal die alle zusammen. Es ist ein sehr schönes B2B, ein sehr schönes Wir gemeinsam. Ein sehr schönes bodenständig vor Ort. Viele verschiedene Firmen aus verschiedenen Bereichen sind hier und das schafft natürlich auch neue Räume, neue Kontakte zu knüpfen und vor allem auch neue Kunden zu gewinnen. Wir wollen hier heute uns einfach mal präsentieren als so kleiner Außenseiter und haben eben mal ganz spannende Hörtechnik mitgebracht, die jetzt wirklich als kleinste Akkutechnologie im Markt vorhanden ist und damit die Leute auch ein bisschen überraschen und hoffen auf neue Kontakte, neue spannende Menschen kennenzulernen, uns inspirieren zu lassen, auch von anderen Mitunternehmern, die hier an dieser Messe teilnehmen. Wohnen, Mode, Technik und Genuss zusammenzubringen, war für die beteiligten Unternehmen ein Experiment. Doch für alle war klar, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und so wird es sicher auch nicht die letzte ungewöhnliche Ausstellung von Bernd Kenzler gewesen sein.